someone to show me the way when my map is torn up. Give me a light when my torch is blown out. Let me. Hallo, meine Lieben, und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal wieder einen Halara-Haul für euch. Gab es jetzt schon länger nicht mehr, aber ich habe dort wieder einige richtig tolle Sachen gefunden. Unter anderem diesmal einige Hosen. Ich bekomme von euch immer so oft die Frage, wo ich eigentlich meine Jeggings immer her habe. Die sind alle von Halara. Ich glaube, ich habe jetzt 3 Stück schon. Ich habe eine normale blaue, eine graue und eine schwarze und ich liebe die. Ich trage die wirklich sehr, sehr oft. Trotzdem geht für mich immer noch nichts über meine Leggings. Deswegen dachte ich mir, bestelle ich mir nochmal 2. Und dann werde ich euch auch nochmal genau sagen, welche Größe ich da drin habe. Ich habe diesmal keine Oberteile bestellt. Ich habe auch soweit jetzt alle Oberteile von Halara aus der Plus-Size-Kollektion. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube ja. Deswegen brauchte ich da sowieso nichts von. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach sofort an. Und ich wünsche euch wie immer ganz viel Spaß. Also ich würde sagen, wir fangen einfach direkt mit der ersten Jeggings mal an. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich die schon habe oder nicht. Ich bin nämlich eigentlich der festen Überzeugung, dass ich die nicht habe. Aber irgendwie kommt die mir bekannt vor. Ich kann es euch jetzt gerade gar nicht sagen. Auf jeden Fall ist das eine Jeggings in so einem richtig schönen Blau. Also einfach so ein richtig schöner Jeans-Hosen-Farbton. Ist jetzt übrigens eine 3XL. Die sieht so aus. Was ich an der eigentlich ganz cool finde, ist, dass die vorne nochmal hier so ein bisschen über Kreuz geht. Wenn man jetzt nicht so viel Bauch hat, dann ist das teilweise auch nochmal gut zum Kaschieren. Ihr seht übrigens auch, dass die echt stretchy sind. Also da passt jeder Purpose rein. So sieht die dann aus. Ich habe auch wieder eine ganz normale Skinny-Hose. Einfach, weil ich persönlich ja so Hosen mit Schlag gar nicht mag. Und deswegen bestelle ich mir dann lieber sowas. Und das Coole ist auch noch, dass die an den Seiten hier so Taschen hat. Da kann man dann perfekt sein Handy reinstecken. Genauso wie hier. Und das finde ich immer ganz cool, weil falls man mal eine Jacke anhat, wo ja keine Taschen sind, kann man das einfach da reinmachen. Yes! Ich würde sagen, wir nehmen dazu einfach mal direkt so ein Oberteil, dass ich euch das dann einfach kombiniert zeigen kann. Da habe ich mir, die habe ich jetzt auch schon ein paar Mal angehabt, weil ich die einfach so schön finde, eine Jacke bestellt. Und zwar eine khakifarbene. Die ist in so einer Kordoptik. Fand ich total schön. Die kann man vorne einfach ganz normal mit Knöpfen zumachen. Also das ist quasi so eine Hemdjacke, würde ich schon fast sagen. Fand ich auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und die hat auch so ein bisschen pufferige Ärmel. Sind halt nicht so eng, sondern wirklich relativ locker. Und das hat mir total gut gefallen. Und die ist wirklich sehr bequem, die Jacke. Die ist super angenehm, auch vom Stoff. Die hält auch sehr gut warm. Also ja, wie gesagt, ich liebe die. Und habe ich jetzt in der Größe, ich glaube auch 3XL bestellt. Ich glaube, ich habe diesmal alles in 3XL genommen. Nee. In XL. Heißt, die war gar nicht aus der Plus-Size-Kategorie, sondern aus der normalen. Genau, und die beiden Sachen würde ich euch dann jetzt mal zusammen angezogen zeigen. Say you think about me because machen wir weiter mit einer anderen Hose. Das ist jetzt mal gar nicht so typisches von mir, was ich jetzt so nehmen würde. Ist jetzt allerdings für das Wetter, weiß ich nicht, müsste man jetzt gucken, ob das noch passt, aber für den Herbst würde das, glaube ich, schon ganz schön sein. Vor allem die Farbe, und zwar ist das was Altrosanes. Ich finde die Farbe richtig schön und im Herbst stelle ich mir das schön vor mit zum Beispiel dem Cardigan hier eventuell, einfach ein weißes T-Shirt dazu und dann einfach weiße Sneaker. Ich glaube, das sieht auch richtig toll aus. Auf jeden Fall ist das, wie gesagt, eine altrosane Hose. Die ist in so einem Leinenstoff, würde ich schon fast sagen. Ja, sieht aus, als wäre das so ein Leinenstoff. Und hinten hat die, wie ihr seht, auch ganz, ganz viel Stretch. Geht auf jeden Fall gut was rein. Vorne, da ja, sieht es ganz normal aus, wie so eine normale Hose, würde ich schon fast sagen. Das Coole ist auch, man kann einen Gürtel darauf anziehen. Weil das ist das Blöde bei den Jeggings zum Beispiel. Die haben leider keine Schnallen hier, wo man einen Gürtel reinmachen kann. Aber die ja, und das finde ich ganz cool. Wie ihr seht, das ist eine weitere Hose. Die hat unten sogar Schlag. Also die ist wirklich sehr, sehr weit unten. Wenn man ein bisschen kurviger ist, bin ich mir manchmal nicht sicher, ob das schön ist. Aber ja, in meiner Vorstellung habe ich mir das schön ausgemalt. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass das gut aussieht. Und ich werde das einfach mal so kombinieren, wie ich gesagt habe. Und dann werdet ihr die Hose auch mal angezogen sehen. I'm here and I'm waiting, but I know I can't say that.
Dann kommen wir zu einer anderen Hose. Und zwar ist das so ein Rostbraun. Und ich fand die eigentlich ganz cool, weil die so einen schönen Stoff hat. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber der ist so ganz leicht so ein Waffelmuster ist das irgendwie. Und das hat mir echt gut gefallen und ich dachte mir, vielleicht für so eine Hose für zu Hause wäre das ganz cool. Die hat vorne auch Taschen, wie ihr seht, und man kann die auch ein bisschen enger machen. Und was ich auch immer geil finde, sind halt Taschen. Unten wird die dann auch wieder ein bisschen länger. Werde ich dann jetzt auch mal anziehen. Everybody needs some time to figure themselves out, but I want to close and I still have. Kommen wir mal zur nächsten Jeggings. Ich habe ja gesagt, ich habe mir zwei Stück bestellt und die habe ich definitiv noch nicht. Die fand ich nämlich so toll, weil ich einfach die Farbe von der Hose total schön finde. Ich finde, das ist mal so ein anderer, ja, Jeans Hosenfarbton. Und zwar sieht der so aus. Er ist nochmal so ein bisschen heller, wie ihr seht, und gefällt mir richtig gut. Aber wie man sieht, sieht halt ganz normal aus wie eine normale Jeanshose. Das hier vorne sind übrigens Fake-Taschen, also da ist leider nichts echt. Hat trotzdem wieder geil Stretch. Dafür hat sie aber hinten Taschen. Die sind sogar echt. Da könnt ihr dann auch irgendwas reinmachen. Also wenigstens das, ne? Das ist auch wieder eine ganz normale Skinny-Jeans, weil, wie gesagt, mag ich halt nicht, wenn das unten bei Jeanshosen so weit ist. Aber die hat mir echt richtig gut gefallen. Ich denke mir, dass man die auch gut kombinieren kann. Vor allem, ich finde halt die Jacke hier, die ist im Gesamten von der Farbe halt sehr schön. Wenn man da dann sowas zu kombiniert, sieht bestimmt auch richtig toll aus. Genau, aber ich habe was anderes zum Kombinieren. Und zwar eine Jacke. Die habe ich jetzt auch schon in zwei verschiedenen Farben. Und ich finde die einfach vom Design her und auch vom Tragen total schön. Ich habe die jetzt schon in Grau und in Weiß. Und ich dachte mir, ich brauche die nochmal in Blau. Blau ist eigentlich nicht so meine Farbe. Ich habe auch jetzt nicht wirklich viele blaue Oberteile. Ich glaube, ich habe nur eins oder so. Ich habe mir vor einigen Monaten einen blauen Cardigan gekauft. Ist genau der gleiche Farbton und ich finde den so schön. Dachte ich mir, möchte ich einfach noch eine Jacke in dem Farbton haben. Deswegen habe ich mir die mitgenommen. Das ist einfach, wie gesagt, eine ganz normale Jacke mit Kapuze. Was ich an der aber so schön finde, ist der Stoff. Also das ist auch wieder so ein, ja, Waffelstrick, würde ich schon fast sagen. Ich weiß nicht genau, was das für ein Stoff ist, aber gefällt mir richtig gut. Die ist halt so ein bisschen cropped, wie man sieht. Also die ist halt nicht so lang. Ja, mag ich sehr, sehr gerne. Und ich dachte mir, das beides zusammen könnte bestimmt auch schön aussehen. Und deswegen ziehen wir das mal an. Das war es auch schon mit meinem Halara Haul. Also wie ihr seht, es war diesmal gar nicht so viel. Aber ich finde, die Sachen sind trotzdem total schön. Vor allem halt, wie gesagt, die Jeggings, die gefallen mir halt richtig gut. Was mir aber wirklich am meisten gefällt, ist einfach das grüne Hemd. Ich finde das total schön. Auch, dass es so ein Kordmuster hat, mag ich total gerne. Also falls ihr irgendwie Interesse an irgendwelchen Sachen habt, schaut auf jeden Fall sehr gerne unten in der Infobox vorbei. Da habe ich euch wie immer alles verlinkt. Ich werde euch übrigens auch meinen aktuellen Rabattcode mal hier unten einblenden. Da könnt ihr dann auch jederzeit bei Halara vorbeischauen. Und wenn ihr dann da was shoppen wollt, dann bekommt ihr mit meinem Code natürlich auch noch ein bisschen Rabatt. Und sonst wünsche ich euch jetzt einfach noch einen wunderschönen Tag. Lasst mir wie immer sehr gerne euer Feedback unten in den Kommentaren da und ein Däumchen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns die Tage wieder bei einem neuen Video. Tschüss!